willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir Dresdner Handbrot und dafür zeige ich euch die Zutaten. Für den Teig brauchen wir 500 Gramm Mehl, 200 Milliliter lauwarme Milch, einen halben Würfel frische Hefe, 100 Gramm Butter und einen Teelöffel Salz. Und wir brauchen außerdem noch 250 Gramm Champignons, 500 Gramm Kantenschinken, zwei Frühlingszwiebeln und ein Becher Schmand. Das sind in Gramm 200 Gramm. Wir fangen an mit dem Teig. Dafür nehme ich die lauwarme Milch, gebe die in meine Schüssel. Dann zerbröckle ich einfach, also gebe die frische Hefe dazu. Und das verrühre ich so lange, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Wenn ich die Hefe in der Milch aufgelöst habe, kommt jetzt dazu die Butter. Und es ist auch empfehlenswert, die Butter in Zimmertemperatur reinzugeben, damit die nicht kalt ist. Dann gebe ich das Mehl. Und auf dem Mehl zum Schluss gebe ich einen Teelöffel Salz. Die ganzen Zutaten lasse ich jetzt in der Maschine so lange kneten, bis sich der Teig von der Schüssel löst. Meinen Teig habe ich nun geknetet, der wird auch so ein bisschen bröckelig. Nun gebe ich den einfach auf meine Arbeitsfläche und forme den Teig zu einer Kugel. Ich habe den Teig noch mal etwas durchgeknetet, eine Kugel draus gemacht, jetzt kommt er wieder zurück in die Schüssel. Da mache ich den Deckel drauf, ihr könnt auch gerne Frischhaltefolie die Schüssel mit bedecken oder gut zu verschließen. Und wir lassen den Teig für eine Stunde ruhen. In der Zwischenzeit schneide ich meine Champignons in kleine Scheiben oder in kleine Stücke. Meine Champignons habe ich klein geschnitten, aber bevor ich die Champignons anbrate, brate ich in einer Pfanne ohne Öl den Kantenschinken etwas an, also knusprig an. Und wenn ich den Schinken etwas knusprig angebraten habe, gebe ich das wieder zurück in die Schüssel rein. Und lege den Schinken beiseite und wir geben nun in die Pfanne die Champignons. Wir wollen die Champignons nicht zu stark anbraten, eher andünsten. Und deswegen gebe ich direkt schon zu den Champignons etwas Salz und einen Schuss Rapsöl. Und lasse sie so andünsten. Ich habe jetzt die Champignons so lange gedünstet, bis die Flüssigkeit, die meiste Flüssigkeit, komplett verdampft ist. Es soll natürlich nicht ganz trocken werden, denn unsere Champignons sollen ja richtig schön saftig bleiben. Aber wir brauchen diese Flüssigkeit, die da austritt, sobald wir den Salz dazu tun, brauchen wir nicht. Denn sonst wird nämlich unser ganzes Brot zu pumpig, sage ich jetzt mal. Also wir brauchen nur die Pilze ohne die Flüssigkeit. Deshalb brate ich sie persönlich immer so lange an, bis die meiste Flüssigkeit komplett verdampft ist und sie dann so noch schön saftig ist. Und jetzt kommen unsere Pilze raus. Also ich gebe sie zurück in die Schüssel. Nach einer Stunde ist mein Hefeteig schön aufgegangen. Und eins habe ich bei den Zutaten leider vergessen am Anfang zu sagen. Und zwar, wir brauchen natürlich das Wichtigste und Beste an dem Ganzen, ist der Käse. Wir brauchen 250 Gramm Gouda-Käse geriebener. Der kommt auch noch mit dazu, zu der Füllung. So, jetzt rolle ich meinen Hefeteig zum Rechteck aus. Dafür nehme ich mir den Teig und lege das einfach direkt schon mal auf ein Backpapier und direkt auf dem Backpapier rolle ich auch meinen Hefeteig rechteckig aus.
Wenn ich meinen Teig, so gut ich konnte, jetzt zum Rechteck ausgerollt habe, werde ich in der Mitte die Füllung nun platzieren. Und da kommen zuerst unsere Champignons. Verteile ich gleichmäßig. Und jetzt kommt unser Schinken. Ungefähr 2 Esslöffel lasse ich in der Schale. Die kommt dann oben drauf als Dekoration. Ihr könnt das Ganze natürlich auch vegetarisch halten und gar keinen Schinken mit in die Füllung. Es ist aber typischerweise, also es ist halt... Ja, das Originalrezept ist mit Schinken und so isst man das auch. Und deshalb musste bei mir der Schinken mit. So, etwas lasse ich in der Schüssel noch übrig. Das kommt dann als Topping oben drauf. Und jetzt kommt das Beste, und zwar reichlich Käse. Und zwar nehme ich da einfach eine ganze Packung geriebener Gouda-Käse. Ihr könnt ihn aber auch selber reiben. Da nehmt ihr auch 250 Gramm. Und jetzt schlagen wir unser Hefeteig. Und zwar nehme ich mir das einfach so, wie ich es hingelegt habe. Schlag das einmal so ein. Einfach zu einer Rolle. Also wenn die Füllung etwas rauskommt, das macht überhaupt nichts. Die gehen wir nochmal rein. Und die Enden, die machen wir dann zu, damit da halt nichts rauskommt. So, auf unsere Rolle kommt jetzt etwas Mehl, also schön dünn mit Mehl arbeiten. Und jetzt unterteilen wir das. Und zwar nehme ich mir dann einfach so eine Karte und mache dann Portionen draus und drücke einfach nicht ganz bis nach unten, sondern etwas und mache so meine Portion draus. Ihr könnt es natürlich kleiner machen oder auch größer, also das überlasse ich dann euch. Mit einem Messer mache ich nun pro Portion einen Querschnitt. Wir backen unser Dresdner Handbrot bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 30 Minuten. Jetzt habe ich nun mein Handbrot aus dem Ofen genommen und jetzt lasse ich es für eine halbe Stunde etwas abkühlen und erst dann schneide ich in Portionen, denn wenn ich jetzt sofort in Portionen mein Handbrot schneiden würde, fließt das ganze, also der ganze Käse raus und das ist, was wir halt nicht so wollen. Und deswegen warte ich eine halbe Stunde und erst dann schneiden wir an. Nach einer halben Stunde schneiden wir nun unser Dresdner Handbrot in Stücke. Dann nehme ich mir ein Stück, das einfach auf einen Teller und in die Ritze gebe ich einfach einen Esslöffel, also so quer, Schmand. Und dann kommt da oben drauf etwas von dem Schinken, was ich beiseite getan habe. Ein paar Stücke. Die verteile ich nun mal so ein bisschen. So.
und zum Schluss kommt noch etwas Frühlingszwiebel. Ihr könnt auch gerne Schnittlauch benutzen, aber wir mögen ganz gerne diese Frühlingszwiebel. Und das passt unheimlich gut. Und fertig ist unser Dresdner Handbrot. Das Dresdner Handbrot ist bekannt von vielen Weihnachtsmärkten. Also ich kenne es auch vom Weihnachtsmarkt. Es ist immer wieder lecker, immer wieder beliebt. Und nun habt ihr das Rezept. Viel Spaß beim Nachmachen. Yassas!